Ja, hallo und herzlich willkommen jetzt zu einer neuen Folge von Cattle and Crops. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir sind immer noch am Trocknen vom Gras. Also es scheint nicht so einfach zu sein, wie es aussieht. Also es ist auf jeden Fall nicht drüber fahren und fertig ist es, so wie bei einem Landwirtschaftssimulator. Man muss hier wirklich auf die Feuchtigkeit des Gras schauen. Ich glaube 50% müssen wir erreichen. Und ja, das haben wir noch nicht. Balken wird zwar größer und höher, aber ach ja. Ja, morgen ist nochmal hier ein Tag, der trocken wird und sonnig. Also hier in-game. Und dann hoffe ich, ist das Gras hier auch fertig zum Heu. Na, mal gucken, wie die Mission weitergeht, ne? Für Ballenpressen, ob wir einen Ladewagen benutzen, ich weiß gar nicht. Also Ballenpresse gibt es ja. Schöner Sternenhimmel, ne? Ich glaube, wir kriegen ihn nicht vernünftig hier drauf. Thank you.
Okay. Fotos gemacht. Meistens sind die zu dunkel, die jetzt so nachts macht, aber wir werden es sehen. Ja, wir müssen auf jeden Fall noch komplett schwadern dann und ja, dann können wir es pressen oder einsammeln. Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt. Das werden wir aber auch, glaube ich, nicht in der Folge heute sehen. Ich ahne, dass es halt noch den Tag durchgeht. Darf nur nicht regnen, dann ist wieder vorbei. Und das tut's übermorgen. Das ist natürlich bedeckt alles. Es ist Nacht. Ich denke, dass die morgen fertig werden hier. Ecke ist noch, aber die Wege werden kürzer. Ach jo, so läuft's. Muss man hier nachts als Lohn und als Landwirt noch hier das Gras wenden. Ja, 3 Stunden trocknen wir schon Heu.
irgendwann hat das auch ein Ende. Glaube ich ganz fest. Irgendwann haben wir es. Hier. Dann müssten wir uns auch haben. Den auch. Steigen wir mal aus und gucken wir mal, was es ist. Was haben wir hier so? 62, 64. Ja, okay, die andere Seite war trockener, ne? So, jetzt gucken wir mal, wenn wir jetzt hier vorspulen. Es trocknet natürlich nichts. Nacht. So. Jetzt geht es gleich los. Sonnenaufgang. Und dann scheint die Sonne hoffentlich aufs Feld. Sehr schön. Geht runter. Seit 10 Uhr. So, das erste ist wirklich schön grün, ist das halt generell. Dann können wir nicht einmal generell hier drüber fahren wieder. 45, sehr cool. Wenn wir schwadern, dann kann die andere Seite noch trocknen. Dann dürfte es. Machen wir hier aus. Okay. Das Gras dann hier ist 53, das heißt, das muss noch ein bisschen trocknen. Bis 49, 48, sehr cool.
Sehr, sehr schön. Wo kommen wir das dann noch hin? Ja, der Balken wird, denke ich mal, jetzt etwas zunehmen. Es trocknet jetzt auf Stufe 10, also Stufe 10 war, fahren wir weiter, das heißt, es trocknet jetzt noch weiter. Die Sonne scheint. Und ich glaube, wenn wir jetzt hier drauf gehen, ja, das ist heute Schluss mit. Wann ist Schluss? Um, ja, 18 Uhr. Ja, ist halt wirklich langwierig, ne? Und das stimmt, man kann es auch nicht mal Helfer machen lassen. Aber vielleicht dann später bei einer eigenen, kann natürlich sein. Ja, man erahnt den Balken nur, dass der wächst, aber wissen tue ich es jetzt auch nicht.
Ja, das war schon wieder die Folge für heute. Ich hoffe, das hat Spaß gemacht. Dann lasst einen Daumen da. Und wir sehen uns, wenn ihr mögt, schon in 2 Tagen wieder. Bis dahin, euer Steffen. Tschüss.